Ja, hallo zusammen zu einem neuen Extra. Und ich denke, das wird nicht das letzte Extra sein, was dieses Thema betrifft. Und zwar das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Jetzt gab es tatsächlich am 15.11. bereits schon ein Urteil, das jetzt die Woche bekannt gegeben wurde. Da hat natürlich wieder ein Kunde von VW seinen Händler verklagt. Und das Landgericht München II hat dem auch wieder Recht gegeben. Und was jetzt allerdings interessant ist an dem Urteil, ist, dass das Gericht, das steht hier weiter unten, quasi sagt, okay, die Betriebserlaubnis des PKWs ist schon gemäß dem Paragraphen der Straßenverkehrszulassungsordnung erloschen. Und das muss aber gar nicht von irgendwelchen Behörden sozusagen durchgesetzt werden oder halt eben ja, irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, sondern allein schon die Tatsache, dass ja quasi gegen das Gesetz verstoßen wurde, schon die Rechtsfolge hat, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist, ohne dass die Besitzer des Fahrzeugs darüber in Kenntnis gesetzt wurden. Also das heißt, wir haben jetzt Millionen von Fahrzeugen in Deutschland rumfahren, die keine Betriebserlaubnis mehr haben. Und wenn das jetzt tatsächlich mehr und mehr durchkommt, dann werden wahrscheinlich dann, wenn irgendwelche Unfälle passieren mit solchen Fahrzeugen, die Versicherungen sagen, tut mir leid, Ihr Fahrzeug hat keine Betriebserlaubnis, es gibt keinen Versicherungsschutz. Das ist nur ein Beispiel. Oder es passiert ein Unfall und warum auch immer, sagt dann das Gericht, ja, Sie bekommen 100% Schuld, weil das Fahrzeug, das Sie gefahren haben, hat keine Betriebserlaubnis mehr. Also das wird jetzt interessant und ja, schauen wir mal, was da so noch auf uns zukommt. Ich verlinke mal die Seite hier, dann könnt ihr euch das mal in aller Ruhe durchlesen. Das ist auf alle Fälle, ich sag's jetzt mal, die Bombe geplatzt. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.